Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Ni No Kuni und müssen jetzt die Himmelspiraten finden. War ja irgendwie klar, dass der Zauberstab nicht einfach so... Pling! Hey, hier, da, mächtiges Instrument. Nimm halt einfach mal, ne? Was haben wir denn hier? Hier hinten können wir da auch noch jemanden... Och nee, du hast nicht wieder dein Tagebuch irgendwo verlegt, oder? Oh, mein lieber Junge, mir scheint es, als wäre unser Ausflug auf die wunderbare Feeninsel eine halbe Ewigkeit vergangen. Bla bla... 10 Gulden, dass er wieder sein verflixtes Tagebuch verloren hat. Ja, natürlich. Okay, so bla, genau, ja. Ein Mann, der Schweinfurt besucht, ist ganz aus dem Häuschen und hat sein Tagebuch schon wieder verloren. Willige ein, yo. Ist doch klar. Also, ich schätze, wir können bla. Ach, wie wunderbar, das ist wirklich äußerst bla. Ja, und wo hast du es? Über meine unfähige Position zum Zeitpunkt der Situation, bla. Jo. Von Neugier getrieben, konnte ich mich nicht anders als einen kurzen Blick hineinzuwerfen, tauchte plötzlich eine Bestie auf. Sie sind also von Monstern umzingelt worden. Auf den Gleisen nahe des Mineneingangs. Ja, so ist es. Wenn ich eine Vermutung wagen sollte, würde ich sagen, dass das Tagebuch befindet sich auf den Gleisen nahe des Mineneingangs. Alles klar. Natürlich hat er sein Tagebuch schon wieder verlegt. Ey, manchmal könnte ich echt kotzen. So. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich jetzt hier hinten wahrscheinlich noch neue Herzen empfangen kann. So, Zurückhaltung. Vielen Dank, bla bla. Okay, wir haben schon Zurückhaltung. Da lag noch was zum Looten. 45 Gulden nehmen wir natürlich mit. Mann, 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 Mann. Der Kerl vergisst immer und überall sein blödes Tagebuch. Ich werd wahnsinnig. Wie oft muss ich ihn das noch wiederbringen? Was ist dein Problem? Ja, schön. Glauben, du hast Glauben, okay. Herz empfangen, gib her. So. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch Zurückhaltung brauchen. Wir finden das halt so viel. Aber das war's dann auch schon wieder. Hm. Sauren Eisbecher. Ja, können wir auch mitnehmen. Für Geschenk nehme ich alles mit. Erstmal hier reingucken, ob wir jetzt noch neue Quests haben. Höchstwahrscheinlich haben wir das. So. Ach, du meine Güte. Es gibt Berichte, dass ein Ladenangestellter in Schweinfurt ständig von seinem Arbeitgeber gerüffelt wird. Was auch immer gerüffelt. Offenbar hindert eine Wache in Schweinfurt alle daran, den Ort zu verlassen oder zu betreten. Ein Forscher in Schweinfurt scheint sehr niedergeschlagen zu sein. Ein Mädchen in Katzenbuckel scheint sich auf einmal völlig verändert zu haben. Zwei Soldaten in Katzenbuckel scheinen heftig über irgendetwas zu diskutieren. Ein junger Mann in Alkowald wirkt sehr verstört. Was ist nun mit ihm los? Zwei Brüder aus Laguna scheinen ziemlich Krach zu haben. Im Goldhain herrscht wieder Friede und auch die Feen sind zurück. Aber etwas trübt die Stimmung. Ah, ich habe ja jetzt Reise, das ist schön. Das Reisetagebuch sollte nicht allzu weit von Schweinfurt entfernt sein. Bei Schienen, die in eine Mine führen. So, hast du noch irgendwas für mich? Ja, natürlich. Schaurige Schlucht, Herbstlande. Ein gigantisches Garsmonster stinkt so gewaltig, dass es nicht auszuhalten ist. Jemand muss etwas unternehmen. Ja, nehmen wir an. Auf halbem Weg vom Gipfel der Qualmhöhe. Oh, nee, nicht schon wieder da hoch. Ein weiteres Monster will die Qualmhöhe zur Explosion treiben. Halte es auf, sonst ist es um Alkoweit geschehen. Ja. You don't say. Nichts Gutes im Schilde. Südlich des Verstecks des Himmelspiraten. Oh, da müssen wir hin. Sommerlande ist schon mal ein guter Tipp, okay? Eine riesige Schildkröte hat sich den Schädelberg als Heimat auserkoren. Kümmer dich gleich darum, ehe sie weiterzieht. Na und?
Interessiert mich das? Da ist eine Schildkröte, die will doch sonst nichts. In der Nähe des Einfallsinsel, westliche Sommerlande. Ein lästiges Meereswesen bespritzt die Schiffe von Händlern mit Wasser und ruiniert so die Ladung. Oh Gott, wie niedlich. Naja, okay. Ja, das heißt dann wohl, haben wir wieder hier einiges an Nebenaufgaben. Oh Mann. Naja, gut. Blabla, was hast du? Du hast bestimmt auch irgendwas total Tolles im Angebot. Glaube. Okay, haben wir schon. Dass ich nur eins immer horten kann, das ist ja schon ein bisschen langweilig. Jetzt wieder nach da unten? Ernsthaft? Mann. Die haben doch gerade eben noch nicht geleuchtet, oder? Bin ich einfach nur wieder dran vorbeigelaufen? Das kann natürlich auch sein. Naja, gehen wir doch mal nach da unten. Wir brauchen ja noch ein paar Stempel. Ich denke nicht, dass ich hier ein 100% ran in diesem Let's Play hinbekomme. Aber wir können ja so viel mitnehmen, wie wir finden und sehen. Ey, wofür habe ich dir jetzt eigentlich die Blume da richtig gemacht, wenn du es doch nicht deiner Mutter schenkst? Oder war das daneben an schon die Mutter? Verlegst noch eins, Rande der Verzweiflung, bla bla bla, wilden Dings, das schaffe ich nicht alleine, schön, aber sicher, meine Güte, seine Assistenten, bla. Okay, der braucht also Glaube. Hallo, stehen bleiben. Herz schenken. Ich weiß auch, wo ich direkt wieder Glaube herbekomme. Das ist schön, das ist so schön. Ja, ist doch gerade viel freundlicher, wenn die nicht hier alle in Schweinskostümen rumlaufen. So. 500 Gulden, 3 Eiskugeln und natürlich auch 3 Stempel, nicht Sterne. So. Hier oben war, glaube ich, auch noch einer. Wo ist eigentlich das daneben? Das ist wahrscheinlich ein Portal, dass ich am Anfang von der Stadt hinkomme. Ach, das bist du. Ja, okay. Jetzt könnte ich mir eigentlich auf halbem Wege noch den Glauben abholen. Zum Eingang. Okay. Das ist schön, dass wir das jetzt alles so abkürzen können. Weil die Stadt ist echt ein bisschen komisch gestaltet, sage ich jetzt einfach mal. Hey, du bist mit dem Oma... Bla. Okay. Du beschuldigst den großen Großfürsten, wie auch immer. Hat wohl seinen Glauben verloren. Ja, nehmen wir auf jeden Fall an. Wir wissen ja, wo wir den Glauben herbekommen. Gut, der da hinten, das ist auch wieder nur der eine Kerl, der das Monster noch sehen will. Das letzte. Wo ich mir immer noch nicht sicher bin, welches er ganz genau meint. Dieses Mechanikel. Oder dieses andere Dingens. Keine Ahnung, wie es heißt. So, du gibst mir jetzt bitte mal deinen Glauben. Ich habe das auch immer noch nicht offscreen gefangen, fällt mir gerade ein. Ach. Mal schauen. Kriegen wir schon irgendwie hin alles. Ich will halt auch nicht zu viel offscreen machen, weil, ja... Leveln, okay, habe ich jetzt die letzte Zeit auch noch nicht gemacht, weil ich eigentlich der Meinung bin, wenn ich in den Kämpfen ordentlich spiele, komme ich da noch recht einfach durch. Und ich will ja nicht, ja, hier praktisch den Easy-Mode machen, indem ich einfach so viel level und dann die Bosse quasi one-hitte. Das ist, denke ich mal, auch nicht Sinn und Zweck der Sache und wird dann auch uninteressant für euch. Bosse sollen fordernd sein und nicht einfach, dass man sich so überlevelt, dass man da reingeht, okay, ja, hier, Boss. Schön für dich, ne? Fleischpastete und 500 Gulden. Nehmen wir natürlich auch mit. Und haben schon wieder eine Marke. 3 Stück, das heißt, wir können uns gleich wieder was abholen. Aber wir gehen erstmal nach hier neben noch. Einer von euch muss auf jeden Fall noch Zurückhaltung brauchen. Ansonsten wüsste ich nicht, wem ich das geben sollte. Weil da unten steht ja schon der Nächste, der mir Zurückhaltung geben muss. Will. Dingens. Was? Ein junger Mann aus Schweinfurt. Stelle die Güte des Mannes wieder her.
Ah, ich habe keine Güte. Der hier drinne gibt uns bestimmt seine Güte. Ah, ehrliche Arbeit, bla, okay. Zurückhaltung, da haben wir es doch. Sehr schön, dann können wir uns auch die Zurückhaltung von dem anderen gleich holen. Herz schenken, ja bitte. Hoppala, so, Zurückhaltung. Das geht sich halt immer so wunderbar auf mit diesen ganzen Herzen. Ein Nickerchenstein und 500 Gulden, okay. Wieder drei Stempels. So, auf dem Weg zu diesem anderen Zurückhaltungs... Ach, warte, kriege ich dich jetzt auf? Oh, bitte. Ich habe jetzt einen mächtigen... Willst du mich verarschen? Morgenstern ist noch nicht... Ey, jetzt kriegt man schon hier voll den mächtigen Zauberstab und dann kriegst du noch gesagt, nein, der ist immer noch nicht mächtig genug. Und wollen wir wetten, sobald ich den komplettiert habe, kriege ich 5 Minuten später einen besseren? Hundertprozentig ist das so, ey. Ich kenne doch langsam diese Spiele. Mann, Mann, Mann. ich bin am Überlegen, ob ich mir gleich auch noch ein bisschen Mana-Zeug kaufe. Nicht, dass ich im nächsten Bosskampf wieder stehe und habe wieder kein Mana. Wobei man durch die allgemeine Abwehr kann man sich doch ganz gut diese Mana-Kugeln und Lebenskugeln erschleichen. Naja. Schauen wir mal. Hoppala. So, ich habe nur 2 Stempelkarten. Er hat mir doch gerade eben angezeigt, dass ich 3 habe. Ach ja, komm. Gehen wir halt wieder. Ich hole mir trotzdem noch ganz schnell hier unten die Zurückhaltung. Ja, sorry Leute, dass wir jetzt gerade hier auf die ganze Zeit nur rumlaufen. Aber das ist wichtig. Wir müssen es mitnehmen. So. Hey, es ist echt gerade viel freundlicher hier, wenn die nicht alle in Schweinskostümen rumlaufen. Finde ich gut. Und nur weil der König einfach mal so blöd war. Mit seinem gebrochenen Herzen. Naja. Wir haben es ja wieder hingekriegt. Gehen wir mal aus dem Weg hier. So, gib mir dein Herz. Zumindest ein Teil von deinem Herz. Vielen Dank. Herz empfangen. Tada! Wir haben wieder Zurückhaltung bekommen. So. Ja. Laber mich bitte nicht zu. Danke. Jetzt können wir auch gerade hier hinten mit zurückporten. Naja gut, bei manchen von denen hat es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob sie jetzt diese dicke Schweinsrüstung anhatten oder einfach wirklich so aussehen. Naja. Sei's drum. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, komm, wir gehen nochmal pennen. Haben wir eigentlich... Hoppala, das war die falsche Taste. Nee, wir haben nichts in Reserve. Müssen wir auch nichts ablegen. Das ist schon mal schön. Gehen wir hier kurz noch... Nee, ich gehe hier nicht schlafen. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen als allererstes mal nach Katzenbuckel. Ja, würde ich schon fast sagen. Reisen kostet 1 Mana. Katzenbuckel, da waren wir schon lange nicht mehr. Und wenn wir uns daran erinnern, unten in der Kanalisation gab es auch noch eine Truhe. Die werde ich aber offscreen holen. Die können wir uns jetzt mit Sven holen. Das ist eine dieser grünen Runen gewesen, die man abschießen muss. Ja, werde ich mir offscreen holen. Habe ich jetzt nicht so den Bedarf nach, das direkt zu machen. Im Let's Play. Nein, Tröpfchen, mit dir wollte ich eigentlich nicht sprechen. Okay, du hast Enthusiasmus. Nee, Güte. Okay, Herz empfangen. Dann haben wir auch gerade die Güte für den einen Kerl noch in Schweinsfurt.
Irgendwie ist das recht schön, wieder hier in Katzenbuckel zu sein. Ich meine, es war unsere erste Stadt, wo wir waren. Es ist so ein bisschen nach so vielen Folgen. Ich glaube, da liegen ja mittlerweile über 30 Folgen dazwischen, wo wir das letzte Mal hier waren. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas großartig verändert hat hier. Naja. Aber es ist trotzdem schön, wieder hier zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Katzenbuckel hat mir noch am besten gefallen. Bislang von den Städten. Ich meine, ich finde Alcoveit finde ich auch cool, weil ich dieses, ja, Orientale finde ich echt schön. Aber Katzenbuckel, das wäre auch eine Stadt, hey, da könnte ich auch hinziehen. Hätte ich Spaß dran. Stand hier oben nicht noch eine Kiste, die ich vorher noch nicht aufgekriegt habe? Nein. Ich dachte jetzt. Ich weiß, das mit dem Denken ist manchmal ein bisschen kritisch. egal. So, hier müssten aber auf jeden Fall noch ein paar Wachen sein. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was wir da alles angenommen haben. Die stehen dann wahrscheinlich hier oben vorm Palast. Neben ist auch noch jemand, dem wir was abnehmen können. Hoffentlich hast du ein Herzstück, was ich noch nicht habe. Du hast wahrscheinlich Glaube. Ja, Glauben. Wenn ich da mal so ein bisschen drüber fege beim Durchklicken. So. Jetzt haben wir auch schon fast wieder all die Herzen, die wir bislang benutzen konnten, aufgefüllt. Okay, da sind auf jeden Fall zwei. Erstmal dich hier hinten anquatschen. So, bla bla, Feldwebel, alles in Ordnung. What the hell? Mut. Ich glaube, Mut ist das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben. Ne, Mut haben wir nicht. Schade. Haben wir hier noch irgendwo, wo wir. Ne. Ja, gehe ich gleich mal in Al-Kuwait noch gucken. Der fehlt Enthusiasmus. Ich glaube, davon haben wir aber noch was. Ja. Herz schenken. Enthusiasmus. Die kleinen Katzen hier. Okay, 750 Gulden. Ja, natürlich, das Kind hat mehr Geld dabei wie alle anderen, denen ich gerade eben das Herz repariert habe. Ja, nie ist klar. So, dann gehen wir jetzt aber noch schnell nach Alcoveit gucken. Flunsch. Weil hier gibt es ja auch noch ein paar Leute, denen wir helfen müssen. Und hier in der Nähe gab es doch auch noch den Goldhain, wo wir noch das Mob-Dingens machen können. Und, ach du meine Güte, ja, hier gibt es jetzt wieder ganz viel. Was hast du? Du hast Zurückhaltung. Ich glaube, davon habe ich aber schon genug. Ja. Gut, sollte ich mir auf jeden Fall merken, dass der Zurückhaltung hat. Hier auf halbem Wege ist einer. Hallo, lauf mir bitte nicht vor die Flinte. 15 Gulden nehmen wir auf jeden Fall mit. Das müsstest du sein. Jo. Du hast auch irgendeinen Kummer. Ich gerade richtig glaube, brauchst du. Okay. Und das haben wir auch direkt schon. Herz schenken. Ja. Gehört zum Nebenquest. Tut mir leid. Auch wenn ich hier jetzt die ganze Zeit einfach nur rumteleportiere und den Leuten die Herzen da wieder repariere. Aber alle Nebenquests. Insofern machen wir sie auch alle. Außerdem haben wir jetzt die dritte Stempelkarte voll. Das heißt, wir können uns gerade hier noch ein neues Upgrade holen. Was auch nicht schlecht ist. So. Komm her. Der Buchwalter. Erhöht die Menge an Erfahrung, die du im Kampf erhältst. Hilft dir, deine Gegner in Angst zu versetzen, sodass sie mehr Gegenstände fallen lassen. Sammelt sämtliche Essenzen ein, die am Ende des Kampfes auf dem Schlachtfeld liegen. Verringert die Kosten dafür, das Spiel fortzusetzen. Mehr Erfahrung oder die Essenzen einsammeln oder Items. Ich werde erstmal das mit den Essenzen machen. So.
Hast du vielleicht noch andere Mob-Aufträge? Nein. Die haben, glaube ich, alle immer dasselbe. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht dahin. An die Anschlagtafel. Haben wir noch irgendwas hier? Ja, da oben können wir noch ein Herz empfangen. Da unten können wir noch ein Herz empfangen. Aber das machen wir erst wieder in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.